stürmischen Tag haben wir uns wieder in den Duisburger Zoo begeben, denn hier ist ein neuer Schützling eingezogen. Ayako heißt der Gute. Ein roter Panda ist es geworden. Und bei mir ist jetzt der Tierpfleger Michael Frobel. Grüße Sie, Herr Frobel. Sie sind schon ganz glücklich mit dem neuen Bewohner, oder? Ja, nur erstmal, jedes neue Tier ist ja eigentlich ein Erlebnis. Und wir müssen unsere Panda, den Nachwuchs, mal langsam wieder in Gang bringen oder versuchen das. Ja. Und da sind wir natürlich über ein neues Männchen, was noch ein Weibchen bekommen sollte. Wir wissen nur noch nicht wann, dass wir wieder ein Zuchtpaar haben. Froh eigentlich. Ja, Sie haben hier eine alte Dame, aber die ist schon über das Züchten hinaus. Sagen wir mal, die ist fernab von Gut und Böse und hat hier ihr Rentenalter erreicht und kriegt auch ihr Gnadenbrot. Sie ist noch sehr agil und hat kein Zipperlein, außer vielleicht mal ihr tut ein Gelenk weh oder da. Nur zum Züchten ist er natürlich zu alt. Ja, also hier krachen jetzt die ganze Zeit schon irgendwelche Äste runter. Wir müssen gucken, dass wir hier keine Eichel auf den Kopf kriegen. Aber dem Ayako, dem scheint das alles nichts auszumachen. Das macht dem überhaupt nichts aus. Die sind das gewohnt. Die leben ja nicht in warmen Zonen in dem Sinne oder liegen am Strand, sondern ziehen sich bei Hitze auch schon wirklich in schattige Gegenden oder in luftige Gegenden, eben Bäume hoch, zurück und verbringen da den Tag. Denen kann es eher zu warm werden wie zu kalt, sagen wir mal so. Das sind ja winterharte Tiere, die selbst bei Schnee und Eis durch die Gegend strömen. Ja. Ne? Aus welchen Gebieten kommen die so ungefähr? Ja, das ist hauptsächlich Asienbereich zum Himalaya hin, also auf nicht ganz im Tal, sondern so auf halber Höhe. Und wichtig ist natürlich für die Tiere, dass sie immer da sind, wo ihr Futter ist. Und da wissen die Tiere besser wie die Menschen. Mhm. Die Menschen klauen denen nämlich das Futter, indem sie alles abholzen. Ja. Und die sind inzwischen auch zu den bedrohten Arten. Und dann ist sowas, so ein Anfang oder ein Neustart, den wir ja immer wieder erleben durch Altertum halt, ist schon positiv zu werten. Und der ist ein fixes, feines Gärtchen. Noch ein bisschen Unbedarf, weil er noch ein Lümmel ist in dem Sinne. Aber das wird sich machen und wir sind so mit ihm ganz zufrieden. Er ist sehr agil und sehr lebhaft, wie man ja auch sehen konnte. Im Prinzip artig, was wollen wir mehr? Ne? Ja. Fressen tut er gut und was oben reinkommt, kommt innen auch gut raus. Das ist immer ein Zeichen, dass es den Tieren gut geht. Was fressen denn die roten Pandas so in der Regel? Hauptsächlich Bambus, aber auch Wurzeln. Unsere alte Dame macht morgens immer eine Runde und wühlt den Boden auf nach Engerlingen, Regenwürmern, was sie halt findet. Schon mal ein Vögelchen oder mal ein Eichen aus irgendeinem Nest, wo sie drankommen, weil sie sehr gute Kletterer sind. Das kann man ja im Film wahrscheinlich sehen. Da haben die keine Schwierigkeiten. Und das kriegen die hier dann auch. Aber hauptsächlich ist das halt Bambus. Ne? Da hat dann jeder irgendwann mal seine Vorlieben für den gelben oder den schwarzen. Oder gibt es ja zig Sorten von. Da werden die Feinschmecker. Ja, das findet man dann raus. Man benutzt das dann auch ein bisschen als Lockmittel. Aber im Prinzip sollen sie schon Bambus quer durch den Garten futtern, wie Gemüse auch bei uns. Ne? Und er frisst sehr gut. Er hat sich auch eigentlich sehr schnell und sehr gut eingestellt. Und wie schon gesagt, ich kann da im Moment keinen Mängel feststellen oder keinen Makel. Es ist nur ein Panda. Die sehen zwar putzig aus, aber die können ganz schön biestig werden. Ja. Und er lebt jetzt auch noch mit Mundjack zusammen, was er nicht kennt. Dann muss man alles so einrechnen, aber die nach einem Tag Rauferei haben sie sich dann irgendwie so einen Friedensvertrag abgeschlossen oder sowas. Das klappt eigentlich hervorragend, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Sie gehen sich wohlweislich aus dem Weg.
Wenn er rauskommt, wird er noch beäugt von den Mundjacks, aber wenn er dann auf seinen Höhen ist, dann kehrt eigentlich Ruhe ein. Das ist sehr schnell gegangen. Auch. Ja. Ja. Also diese chinesischen Mini-Hirsche, ja, die sind schon ziemlich wehrhaft, oder? Gerade wenn die, ja, sie haben Jungtier oder führen Jungtier und dann sind die Mütter natürlich sehr kiebig. Man traut denen das nicht zu. Aber die greifen also auch bedeutend schwerere Tierpfleger an wie mich, um ihr Jungtier zu verteidigen. Wie wird das dann aussehen, wenn die beiden sich tatsächlich verstehen und die Panda-Dame dann Junge zur Welt bringt? Bringen die ausschließlich eins oder können das auch zwei, mehr in der Regel zwei. Nee, zwei Stück ist die Regel, sagen wir mal so. Ja. Kann einer werden, wir werden uns überraschen lassen. Und sie wird das wahrscheinlich auch dann, die haben drinnen nochmal extra Hütten, also ihren Innenstall und da drin nochmal extra Hütten. Sie fängt dann an, wie man das bei ihr vorne auch schon sehen kann, das auszupolstern. Sie hat hier so einen hohen Stamm. Polstert das mit Bambus aus und hat im Prinzip wie einen Nestbau, ja, beim Vogel jetzt oder sowas. So sieht das aus und dann ist das für ihn natürlich Sperrgebiet, ne? Und sie lässt ihn dann auch nicht rein. Mhm.